Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog auf meinem Kanal. Ja, ich würde sagen, wie immer, essen wir heute. Heute gehen wir wieder in die Finnete, werden Fahrrad fahren. Bis gleich. Ciao, ciao. Erstmal ein Marmeladenbrot essen und dann geht's weiter. Ja Leute, jetzt gerade filme ich nochmal mit dem Handy, weil ich will meine große Kamera nicht mitnehmen. Ja, Haare sind gemacht, heute habe ich mal Laufschrümpfe. Heute filme ich auch noch mit meiner GoPro, aber diesmal auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob das besser ist als letztes Mal mit dem Brustgurt. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal wieder dahin, wo wir letztes Mal waren und dann mache ich meine Übungen. Und heute Abend gehen wir auf jeden Fall in die Finte und machen auf jeden Fall nochmal Feuer an. Bis dahin. So Leute, ich habe mich jetzt aufgewärmt und würde sagen, ihr hört mich vom Ton eher nicht. Ich spiele nur diesen Ton ab und mache danach Musik. Und ja, können wir einfach mal 2 Minuten oder 1 Minute spiele ich mit ein. Vielleicht schneide ich auch was weg, vielleicht was dazu. Mal gucken, ob es euch gefällt. Ihr seid jetzt auch auf dem Kopf. Genau. So Leute, ich bin vom Joggen wieder und vom Parcours. Ich habe sogar 3 Stunden Parcours gemacht. Freerunning Parcours. Ja, und auf dem Weg habe ich ein Schwärmefahrrad gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, da ich gerne Sachen repariere, repariere ich das dann. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. So, Reifen ist wieder drauf. Jetzt heißt es erstmal aufpumpen. Mal gucken, ob dann die Luft drin bleibt. Ja, Reifen sitzt perfekt drauf. Eiert auf jeden Fall ein bisschen. Ja, auf jeden Fall eiert er. Da müssen wir hier die... Hier seht ihr jetzt die Speichen mal nachziehen hier. Die sind alle locker. Genau. So, als nächstes wird das Hinterrad auch nochmal aufgepustet. So, ich habe jetzt versucht hinten Luft drauf zu machen, kommt aber keine Luft drauf. Ich glaube, das Ventil ist kaputt, aber wir gucken mal. Ich ziehe mal den Reifen ab. Ja Leute, das Loch bzw. die Löcher habe ich schnell gefunden. Einmal hier und einmal genau auf der anderen Seite. Da, die flicken wir jetzt erstmal. So, 2. Flicken sitzt auch. Ja, einer unten und einer oben. Jetzt mache ich den wieder in den Reifen rein und dann pumpen wir mal auf und gucken mal, was wir als nächstes machen können. So, jetzt ist der Reifen wieder aufgezogen
Und jetzt pumpe ich mal auf, mal gucken, was passiert. So, ich prüfe mal kurz mein Vorderrad. Mein Vorderrad fühlte sich an, als ob alles noch gut wäre. Nur beim Aufpumpen ist aus Versehen hier der Reifen rausgesprungen. Mal gucken, ob ich den kurz reingehebelt kriege oder nicht. Aber hinten, jetzt hört man gerade nichts, aber eben hat man noch blubbern gehört. Oder halt, dass Luft rausgekommen ist. Vielleicht müssen wir morgen dann nochmal den abziehen. Aber jetzt stellen wir das Fahrrad erstmal wieder auf. Ja, meine lieben Freunde, ich bin jetzt auf jeden Fall so fertig mit dem Check und so. Nämlich vorne das Vorderrad geht, das Hinterrad geht wie. Der Sitz fehlt, da brauche ich nur eine neue Sitzstange, weil ich habe ja noch eine Sitzsache, habe ich noch. Bei der Schaltung geht 1, 2, 3 und 1 bis 6 geht nicht mehr. Hier die Bremsen, die funktionieren einwandfrei. Da war ich auch überrascht. Ja, hier bei der Schaltung wurde der ganze Bautenzug, hier würde der lang gehen. Hier seht ihr auch, hier sind drei, einer fehlt. Der würde hier vorne rumgehen und dann hier hin. Jo. Mal gucken, ob wir das jetzt im Gang kriegen. Was auch interessant ist, ist das vorne. Ich setze mich mal kurz drauf. Das vorne und die hier noch gehen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. Genau. Ja, Leute, wir sind jetzt auf dem Sportrow wieder da. Ich habe geduscht und mir auch was Neues angezogen. Ja, das Fahrrad hält immer noch die Luft. Ich habe jetzt gegessen und halt, wie gesagt, geduscht. Und die Aufnahmen vom Parcours geschnitten, die sind, finde ich, zumindest übel cool geworden, weil ich musste die ja sogar zweimal und dreimal aufnehmen, weil die sind ja in First Person, noch oben ist noch so ein kleines Fenster, das heißt First Person. Und auf den Videos habe ich aber gar keine GoPro auf, also ja, oder gar keine Sache zum Filmen. Und ja, vor allen Dingen der Rückwärtshalte und so, die sind schon echt cool geworden. Deswegen, damit ihr auch keine Daily Vlogs mehr verpasst, einfach mal liken und abonnieren und Glocke aktivieren. Geht ganz schnell und ihr werdet halt bei der Glocke immer benachrichtigt. Und ich würde sagen, wir schlafen die Nacht in der Finnete und deswegen suchen wir jetzt noch ein paar Sachen zusammen, die wir brauchen. Let's go! Das Ladedings. So. Die Bose-Box zum Musik hören. Noch ein Kopfkissen, Chips, dürfen auch nicht fehlen, sonst brauchen wir hier noch irgendwas, Feuerstahl, wir machen gleich noch ein kleines Feuer und das Mikrofon bleibt hier, dann brauchen wir noch eine GoPro-Halterung, so. Ja, die ist eh nicht so gut. Und das Teil hier. Dann brauchen wir noch das Licht. Zack. Zack. Und noch die GoPro an sich. Aber die ist noch oben. Ladekabel und Schlüssel. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen in den Sportraum und holen noch den Schlafsack. Ja, Leute, wir sind jetzt in der Finnete. Was fällt euch auf? Ja, da ist jetzt die GoPro, weil ich will die Nacht auf jeden Fall filmen. Die Aufnahmen, die GoPro dann aber macht, die seht ihr nicht jetzt in dem Daily Vlog heute, sondern die seht ihr bei der Finnetenübernachtung. Und ja, so sieht es gerade aus. Da hinten ist noch das Mikrofon. Hier ist es mein Trinken und so. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einem neuen Daily Vlog um 16 Uhr.
und liken und abonnieren und Glocke aktivieren. Wie gesagt, bei mir und bei Tobi auch ein Abo da lassen. Ja, bis zum nächsten Mal.